Im vergangenen Monat hat Deutschland sich vor dem Internationalen Gerichtshof verteidigen müssen. Nicaragua wirft der Bundesrepublik vor, durch Waffenlieferungen an Israel einen Genozid im Gazastreifen zu unterstützen und somit gegen humanitäres Völkerrecht zu verstoßen. Das soll Beziehungen zwischen Staaten und internationalen Organisationen regeln. Aber was genau steckt eigentlich hinter dem Völkerrecht? Wie wird das in Staaten, die verschiedene Werte verfolgen, umgesetzt? Und was passiert, wenn ein Land dagegen verstößt? Das klären wir hier im Forschungsquartett, dem Wissenschaftspodcast von Detektor FM, diese Woche in Kooperation mit der Max-Planck-Gesellschaft. Mein Name ist Sarah-Marie Plikat. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Das Forschungsquartett. Wissenschaft bei Detektor FM. In Kooperation mit der Max-Planck-Gesellschaft. Jeder Staat hat eine eigene Rechtsordnung. Dennoch gibt es das Völkerrecht, das staatenübergreifend ist. Wie funktioniert das und wer kontrolliert, ob die Staaten sich daran halten? Damit hat sich meine Kollegin Alina Metz beschäftigt. Hallo Alina. Hallo Sarah. Ich habe es eben schon gesagt, das Völkerrecht ist vor allem für die Beziehung zwischen verschiedenen Staaten von Bedeutung. Was genau bedeutet das denn im Einzelnen? Völkerrecht ist ein Sammelbegriff für alle Rechtsformen, die eben Verhältnisse zwischen einzelnen Staaten und aber auch zwischen Staaten und internationalen Organisationen regeln. Das heißt, wenn jetzt zum Beispiel Deutschland einen Vertrag mit Frankreich oder den Vereinten Nationen schließt, dann muss sich unser Staat an das Völkerrecht halten, weil er sich dazu bekannt hat. Im Völkerrecht werden dabei viele Themen angesprochen, von Menschenwürde, Migration über Klima und Verkehr bis hin zu Terrorismus. Okay, das heißt, die Länder, die müssen sich dazu bekennen, damit es gültig ist? Genau. Und wie ist da weltweit so der aktuelle Stand? In den Vereinten Nationen gibt es zum Beispiel 193 Mitgliedstaaten. Insgesamt repräsentieren sie ja rund 99,44% der Weltbevölkerung. Staaten wie Palästina oder Taiwan sind derzeit zwar kein Mitglied der Vereinten Nationen, sind dafür aber zum Beispiel Mitglied der UNESCO oder verschreiben sich anderen Organisationen, die das Völkerrecht unterstützen. Das heißt also, bis auf ein paar Ausnahmen kann man sagen, nahezu alle Staaten weltweit bekennen sich zumindest in einigen Punkten zum Völkerrecht. Die Juristin und Völkerrechtlerin Anne Peters ist Direktorin am Max-Planck-Institut für ausländisches öffentliches Recht und Völkerrecht in Heidelberg und Professorin an verschiedenen Universitäten. Und sie hat gesagt, es zählt aber noch mehr zum Völkerrecht als nur Staaten. Aber das Völkerrecht gilt nicht nur zwischen Staaten, sondern es gibt zum Beispiel auch Menschenrechte, die im Völkerrecht verankert sind, und auch transnationale Unternehmen, also Big Business, globale Wirtschaftsakteure. Und auch Akteure der Zivilgesellschaft, die international unterwegs sind, zum Beispiel Amnesty International oder World Wildlife Fund, die sind auch Akteure des Völkerrechts zumindest. Jetzt ist die Welt ja ständig im Wandel. Wie hat sich da vielleicht auch das Völkerrecht verändert? Also ist das heute das gleiche Völkerrecht als noch vor 100 Jahren? Anne Peters meint, dass die ältesten Vorschriften, die dem Völkerrecht ähneln, schon in der Antike existiert haben könnten, dass es damals schon Regeln gegeben hat, wie Verträge geschlossen werden oder ähnliches. Wenn wir jetzt aber etwas moderner denken, gibt es, ich sag mal, zwei Epochen des Völkerrechts. In Deutschland feiert beispielsweise im Dezember das Institut für öffentliches Recht und Völkerrecht 100-jähriges Jubiläum. Das Forschungsinstitut sollte nach dem Ersten Weltkrieg helfen, Deutschland zurück in die internationale Gemeinschaft zu bringen. Im Jahr 1926 hat es Deutschland dann auch geschafft, in den Völkerbund aufgenommen zu werden. Das heißt, es hat damals schon völkerrechtliche Regeln gegeben. Mit dem Nationalsozialismus hat sich das alles dann jedoch wieder geändert. Das ist quasi so die erste Phase gewesen. Das Völkerrecht, so wie es grundsätzlich heute besteht, stammt dann aus der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg, als 1945 die Vereinten Nationen gegründet worden sind. Und seitdem ist es dann jetzt auch relativ gleich geblieben oder gab es dann nochmal so Veränderungen? Der Grundbestand ist natürlich gleich geblieben, aber mit dem Zusammenbruch der Sowjetunion Ende der 1980er Jahre hat es dann noch einmal einen Boost für das Völkerrecht gegeben, wie Anne Peters es ausgedrückt hat. Da haben sich zum Beispiel auf dem Gebiet der ehemaligen Sowjetunion viele neue Staaten gegründet und es wurden auch viele neue internationale Organisationen und neue Gerichte geschaffen, zum Beispiel der Internationale Strafgerichtshof 1998 oder die Welthandelsorganisation 1994. Und in den 90er Jahren bis auch in das neue Millennium hinein hat es einen sehr großen Boost gegeben, dass zum Beispiel auch die Menschenrechtsverträge, die universellen Menschenrechtsverträge von einer
großen Zahl weiterer Staaten ratifiziert wurden, also verbindlich gemacht wurden. Und jetzt haben wir aber aktuell Stagnation oder sogar Rückschwungkrise, Erosion dieser Weltordnung, so wie wir sie insbesondere seit den 90er Jahren kennen. Die Weltordnung verschiebt sich, manche Konflikte, die halten seit Jahren an, neue kommen hinzu. Wie funktioniert das Völkerrecht da überhaupt? Gibt es so eine einheitliche Werteordnung, an der sich alle orientieren sollten? Jein, also die Völkerrechtsexperte meint, dass Wert und Werteordnung erstmal Begriffe sind, die recht umstritten sind. Sie würde sagen, dass es eher um ethische oder moralische Prinzipien geht, die im Völkerrecht widergespiegelt werden. Im Völkerrecht sind gewisse Prinzipien verankert, am augenfälligsten natürlich in den Menschenrechtsverträgen. Es gibt mehrere universelle Menschenrechtsverträge, zum Beispiel über bürgerliche und politische Rechte, auch über soziale und kulturelle Rechte, auch für spezielle Gruppen, zum Beispiel Übereinkommen gegen die Rassendiskriminierung, Übereinkommen zu Menschen mit Behinderungen, Frauenrechtskonvention. Und diese transportieren natürlich gewisse Wertvorstellungen. Nun sind Verträge ja bindend, das weiß jede Person, die zum Beispiel einen Mietvertrag hat oder ja, keine Ahnung, einen Arbeitsvertrag oder ja, irgendeine andere Art von Vertrag aufsetzt oder unterschreibt. Wenn sich jemand ja nicht an diesen Vertrag hält, dagegen verstößt, dann können rechtliche Folgen auf einen zukommen. Wie sieht es dann beim Völkerrecht aus? Da ist die Frage, wer was anerkennt. Also nur weil die USA zum Beispiel Teil der Vereinten Nationen sind, heißt das nicht, dass sie jeden völkerrechtlichen Vertrag anerkennen. Sie haben zum Beispiel das Abkommen über soziale und kulturelle Menschenrechte nicht ratifiziert, so Anne Peters. Vieles hat aber auch mit der eigenen Kultur zu tun, weshalb bestimmte Verträge eben nicht anerkannt werden. Dennoch kann man sagen, wer einen Vertrag anerkennt und dann dagegen verstößt, der sollte mit Konsequenzen rechnen. Grundsätzlich gibt es dabei aber nicht die eine Kontrollinstanz für Völkerrecht. Jedes Land hat eine eigene Rechtsordnung, die da ebenfalls den Blick mit drauf hat oder eben nicht. Aber es gibt auch Institutionen wie den Internationalen Gerichtshof, den IGH, der Streitigkeiten zwischen den Staaten entscheiden kann, wenn die Staaten sich seiner Gerichtsbarkeit unterwerfen. Manche Staaten machen das allgemein und manche nur für bestimmte Konflikte. Okay, wie muss ich mir das jetzt genau vorstellen? Du hast ja am Anfang das Beispiel Nicaragua gegen Deutschland erwähnt. Das ist so ein ja ganz gutes Fallbeispiel, hat mir Anne Peters erklärt. Sie ist nämlich auch im Völkerrechtswissenschaftlichen Beirat der Bundesregierung und ist bei der Klage Nicaragua im Team der RechtsvertreterInnen Deutschlands gewesen und hat vor dem IGH plädiert. Um den Fall noch einmal kurz einzuordnen: Nicaragua hat Deutschland vor dem IGH verklagt. Der Vorwurf dabei, Deutschland würde durch die Lieferung von Waffen und Rüstungsmaterial Beihilfe zum behaupteten Völkermord durch Israel an PalästinenserInnen leisten. Außerdem wurde Deutschland vorgeworfen, nicht darüber zu wachen, dass Israel die Regeln des Kriegsvölkerrechts einhält. Dafür war der Internationale Gerichtshof zuständig, weil Deutschland sich unterworfen hat und Nicaragua auch klagen konnte. Nicaragua hat auch vorläufigen Rechtsschutz beantragt. Da hat aber der Internationale Gerichtshof am Dienstag entschieden, dass keine Dringlichkeit besteht und dass Deutschland jedenfalls nach dem ersten Anschein ausreichend Verfahren ein hat und anwendet, die gewährleisten, dass die deutschen Waffen nicht für völkerrechtsverletzende Handlungen im Gazastreifen verwendet werden. Es gibt aber auch noch regionale Gerichte, die eingreifen können, wie zum Beispiel der Europäische Menschenrechtsgerichtshof in Straßburg oder der Internationale Strafgerichtshof. Letzterer ist zum Beispiel dafür zuständig, wenn einzelne Personen, zum Beispiel Staatsoberhäupter, Kriegsverbrechen begehen. Okay, jetzt hast du eben aber auch gesagt, dass jedes Land mit der eigenen Rechtsordnung dafür mitverantwortlich ist, auf das Völkerrecht zu achten. Wie steht Deutschland denn da im internationalen Vergleich da? Genau, also völkerrechtliche Regeln sollten in die innerstaatliche Rechtsordnung integriert sein. Deutschland hat sich klar zum Völkerrecht und auch zum Internationalen Strafgerichtshof bekannt und hat viele internationale Verträge anerkannt, sagt Anne Peters. Grundsätzlich steht das Land im internationalen Vergleich recht gut da, ist jetzt aber auch tatsächlich nicht das Musterbeispiel. Gibt zum Beispiel das deutsche Steuerrecht. Da gibt es so eine Strategie, dass wenn neue Steuergesetze erlassen werden, dass Deutschland dann sagt, die können dann auch alte Doppelbesteuerungsabkommen überspielen und missachtet dann eigentlich diese völkerrechtlichen Verträge. Also Deutschland steht weltweit gut da, aber
schaut auch, wenn das Völkerrecht nicht passt, dann zögert es auch mit der Anwendung und Umsetzung teilweise. Okay, wer steht da zum Beispiel besser da? Das sind dann oftmals kleinere Staaten, die ökonomisch und militärisch einfach nicht so mächtig sind. Dazu gehören zum Beispiel Belgien, die Schweiz, Luxemburg oder auch Liechtenstein. Liechtenstein engagiert sich zum Beispiel recht stark in den Vereinten Nationen, wenn es um Reformen geht. Wenn wir nun noch einen Blick auf aktuelle Konflikte und Kriege werfen, wie im Gazastreifen oder in der Ukraine, kann Völkerrecht da helfen? Naja, also Anne Peters betont, dass das Recht in internationalen Beziehungen eben nur ein Ordnungsfaktor neben vielen anderen ist, zum Beispiel neben wirtschaftlichem Druck, militärischer Gewalt oder ähnlichem. Und das Recht ist in diesem Szenario letztlich nur einer von ganz vielen Faktoren und auch nicht unbedingt der stärkste Faktor. Unter anderem deshalb, weil das Völkerrecht nur relativ schwache Durchsetzungsmechanismen hat. Zwar gibt es diese Gerichte und Gremien, die ich genannt habe, aber das ist nicht so wie in einem funktionierenden Rechtsstaat wie Deutschland, wo dann, wenn das Recht gebrochen wird, dann kommt die Polizei und dann ist auf jeden Fall ein Gericht zuständig und dann kann auch jemand ins Gefängnis gesteckt werden. Diese Machtmittel, diese Durchsetzungsmittel gibt es im Völkerrecht nicht, sondern das Völkerrecht ist auf Akzeptanz angewiesen. Das Völkerrecht muss also von allen Beteiligten als fair empfunden werden. Und das ist natürlich schwierig und von Staat zu Staat unterschiedlich, wie wir eben gesagt haben. Außerdem hat nicht jeder Staat die finanziellen Mittel, um das Recht auch vernünftig anzuwenden. Das Völkerrecht stellt aber auch Verfahren bereit, zum Beispiel die Regeln, wie man überhaupt Verhandlungen führt, dass es sowas wie Botschaften, ständige Vertreter gibt, Regeln, wie Verträge geschlossen werden, zum Beispiel über einen Waffenstillstand. Es gibt Grundregeln über den Zugang humanitärer Hilfe, dass zum Beispiel unparteiliche humanitäre Hilfe erlaubt werden muss von einem Staat. Diese Regeln gelten und sind auch grundsätzlich akzeptiert. Gibt viele Schwierigkeiten, die im Einzelnen dann durchzusetzen, aber hier stellt das Völkerrecht gewisse Formate bereit. Das heißt, das Völkerrecht selbst wird die Konflikte wohl kaum lösen, aber es kann dabei unterstützen, auch wenn dann der Konflikt zum Beispiel gelöst ist, und zwar beim Wiederaufbau des Landes zum Beispiel. Zum Abschluss, wir haben vorhin darüber gesprochen, dass sich das Völkerrecht wandelt, weil sich ja auch die Weltordnung wandelt. Wie sieht denn die Zukunft des Völkerrechts aus? Da hat die Völkerrechtsexpertin ebenfalls den Umbruch in der Welt betont. Die Mächte verschieben sich, es gibt neue Akteure und Staaten, die auch vor allem einen Anspruch auf Mitgestaltung des Völkerrechts erheben. Wir haben auch sehr starke Kritik aus Staaten des globalen Südens, die sehr stark thematisieren, dass sie im 20. Jahrhundert kolonisiert waren und dass da noch Fortwirkungen bestehen, die sie jetzt benachteiligen und dass das Völkerrecht, so wie wir es jetzt haben, diese Ungleichheit und die Unfairness auch immer noch widerspiegelt und dass es deswegen reformiert werden muss. Und diese Stimmen, die werden jetzt lauter und weil sich die Machtverhältnisse ändern, kann man die auch nicht mehr so einfach übergehen, wie es früher war. Und deswegen wird sich nach meiner Einschätzung jetzt im Völkerrecht einiges ändern. Aber die Richtung, in die das geht, ist noch nicht klar. Was genau ist das Völkerrecht und wie wird kontrolliert, ob Staaten oder Organisationen sich daran halten? Darüber hat meine Kollegin Alina Metz mit der Juristin und Völkerrechtsexpertin Anne Peters vom Max-Planck-Institut für ausländisches öffentliches Recht und Völkerrecht gesprochen. Ich danke dir vielmals für deine Recherche und das Gespräch, Alina. Gerne. Und damit verabschieden wir uns für diese Folge, die in Kooperation mit der Max-Planck-Gesellschaft entstanden ist. An dieser Stelle möchte ich mich nochmal bei meinen beiden Kolleginnen Alina Metz und Caroline Breitschädel bedanken. Die hatten nämlich die Redaktion für diese Folge. Und wenn euch Themen aus Wissenschaft und Forschung interessieren, dann abonniert doch gerne das Forschungsquartett auf der Podcast-Plattform eurer Wahl. Mein Name ist Sarah Marie Plikat und ich sage danke fürs Einschalten und schau bis zum nächsten Mal. Das Forschungsquartett. Wissenschaft bei Detektor FM. In Kooperation mit der Max-Planck-Gesellschaft.